Ja, hallo, Sebastian Reiners hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte heute mit dir darüber reden, was du als Jugendlicher oder junger Mensch, ob du jetzt Student bist oder gerade mit der Arbeit angefangen hast, mit deiner Ausbildung fertig bist oder auch noch Schüler bist, wie ich es damals war und heute immer noch bin, also zu dem jetzigen Zeitpunkt, was du machen musst, wie du denken musst und wie du handeln musst, um als Jugendlicher bzw. junger Mensch erfolgreich zu werden im MLM. Deswegen ist das Thema und der Titel des Videos MLM für Jugendliche. Ich habe ein paar Gedanken aufgeschrieben und die auch in Stichpunkten hier verewigt. Ich weiß nicht, ob du das lesen kannst, aber das macht nichts, wenn du es nicht lesen kannst, weil ich dir das sowieso vortrage. Persönlich war ich immer am Anfang zumindest sehr unbeholfen. Also ich wusste nicht genau, was ich machen wollte oder eher machen sollte, weil ich mit einem Kumpel gestartet bin, mit einem Freund. Und wir beide hatten keine Ahnung, wir waren gleich alt. Und wir wollten eigentlich nur Nebenjobs suchen, ja. Und dann ist da plötzlich MLM draus entstanden. Wir wussten erst nicht, dass es Vertrieb ist. Und daraus hat sich dann alles entwickelt. Also nach mehreren auch Unternehmenswechseln und der Veränderung des Mindsets bin ich dann schlussendlich am heutigen Punkt angelangt, wo ich Menschen, vor allem Jugendlichen, helfen möchte, auch erfolgreich im Network Marketing zu werden. Der erste Punkt und vor allem der wichtigste ist, eigene Entscheidungen treffen. Damit meine ich eigentlich nur sowas mit, wie dass du dich nicht von irgendwem oder irgendwas in etwas hineinziehen willst oder hineinziehen lässt, von dem du nicht wirklich Ahnung hast, von dem du noch nicht wirklich weißt, okay, ist das sauber, das Geschäft, ist das clean, also kann man da wirklich Geld verdienen, ist das seriös? Weil das war bei mir damals das Problem, also ich hatte keine Ahnung von Network Marketing, ich hatte nur Ahnung von dem einen Unternehmen, in das ich reingezogen wurde, kann ich auch ganz ehrlich den Namen sagen, PM International. Da wurde ich reingezogen und ich hatte dann nur die Produkte im Kopf, weil ich ja selber auch Fitness gemacht habe zu dem Zeitpunkt und ich dann dachte, okay, die Produkte können sich gut ergänzen, ich kann Fitnesssportler das verkaufen. Das waren so die ersten Gedanken, ist aber nie dazu gekommen, dass ich wirklich da was gemacht habe, weil ich einfach total unbeholfen war. Also wirklich, trefft eigene Entscheidungen, macht euch erstmal im Groben ein Bild vom Network Marketing, guckt, okay, was sind die Einkommensdisclaimer, also wie viel Prozent der Menschen verdienen wirklich Geld und wie wenig Prozent verdienen kein Geld oder kaum Geld. Das ist natürlich am Anfang ganz wichtig, um zu entscheiden, okay, bin ich jemand, der das kann? Ich sage, das kann jeder, der es lernen möchte, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, okay, nein, das ist nichts für mich und dann trotzdem im Unternehmen einsteigen, weil sie es einfach machen wollen. So war das eben bei mir auch. Also wirklich, lasst euch nicht von einem Freund oder von einem Bekannten irgendwo reinziehen, von dem ihr nicht wirklich wisst, was da los ist. Der nächste Punkt, eine eigene Vision haben. Vision ist deswegen so wichtig, weil man das Geschäft oder das Produkt, was man verkauft, auf seine eigene Vision anpassen muss. Anpassen in der Hinsicht, dass man guckt, okay, wo will ich hin, was will ich erreichen, wie will ich das erreichen. Und wenn man jetzt, ich kann ein Beispiel geben, wenn man jetzt die Vision hat, einfach nur ein paar hundert Euro dazu zu verdienen, dann kann man nicht in ein Geschäft gehen, wo man Produkte für 1000 Dollar verkauft. Ja, es passt einfach von der Vision her nicht. Wenn man eine große Vision hat, zum Beispiel, dass man 200 Menschen in den nächsten 2 Jahren helfen will, finanziell erfolgreich zu werden, muss man natürlich ein Geschäft haben, wo es einfach ist für Menschen Geld zu verdienen, zum Beispiel RevShare-Programme oder Kryptowährungen oder ähnliches. In solchen Produktverkäufen gibt es natürlich immer eine große Spanne von Erfolg und Misserfolg. Also wirklich die eigene Vision anpassen und ganz wichtig, überhaupt erstmal über die eigene Vision nachdenken. Ja, was ist meine Vision? Und das baut sich darauf auf, was das Warum ist. Warum hat man angefangen? Und dann setzt man sich ein Ziel, was man erreichen will, und verbindet das mit einer Vision, warum man dieses Ziel erreichen will und das sehr extrovertiert ist, also sehr nach außen hin geht, nicht nur für sich selber. Nächster Punkt, was ich jedem Jugendlichen oder jungen Menschen, der jetzt im MLM starten möchte, empfehlen kann und auch empfehlen muss, geht ins Internet, betreibt Internetmarketing, baut euch einen Blog auf, baut euch einen YouTube-Kanal auf, baut euch eine Internetpräsenz auf, in der ihr zeigt, wie man im MLM wirklich Geld verdient. Weil das ist die Zukunft. Alles verlagert sich immer mehr ins Internet. Jeder Networker postet heutzutage auf irgendwelchen
Facebook-Seiten sein Business. Aber es bringt nichts, man muss es richtig machen. Und wie du es richtig machst, lernst du auf diesem Kanal. Deswegen empfehle ich dir an dieser Stelle, ich empfehle dir, du kannst den Kanal abonnieren. Du musst es nicht machen, du kannst es auch lassen. Da musst du dir halt selber irgendwo anders suchen, wo du herausfindest, wie man Online-Geld verdient und mit Attraction-Marketing im MLM. Also Internet-Marketing ist deswegen auch so gut, weil man sich selber absichert für die Zukunft. Ja, also ich hatte eine Geschichte, da war ein sehr bekannter Online-Marketer und der wurde dann irgendwann angeworben, dass er bei einer bestimmten Firma das Online-Marketing macht. Und dafür wurde ihm ein hoher, fünfstelliger, monatlicher Betrag angeboten. Er hat es abgelehnt, weil er andere Ziele hatte, aber man hätte es theoretisch auch annehmen können, hätte er ein festes Gehalt gehabt, er hätte Online-Marketing machen können mit einem fünfstelligen Gehalt. Also das ist auf jeden Fall für die Zukunft extrem genial. Vor allem, wenn man einmal bekannt ist im Internet, dann bleibt das normalerweise auch so. Und das ist ziemlich gut. Mentor. Mentor ist der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, weil ich persönlich am Anfang keinen Mentor hatte. Ich habe mir später einen geholt. Oder es ist eher durch Zufall entstanden, aber ich wusste genau, okay, der soll mein Mentor sein. Später ist dann mein Freund, mit dem ich, mein Kumpel, mit dem ich am Anfang im MLM gestartet bin, auch der Schützling sozusagen von diesem Mann geworden. Der ist dann unser beider Mentor geworden und hat uns dann in allen Lebensbereichen weitergebracht. Und deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall, holt euch einen Mentor, der vielleicht unabhängig von eurem Business ist. Ja? Vielleicht jemand, der jetzt nicht darauf abzielt, euch so schnell wie möglich einzuschreiben, damit er Kohle macht, sondern der vielleicht schon den Erfolg hat, der euer Geld nicht so dringend braucht, der die Provision nicht so dringend braucht, aber der euch helfen will, auch erfolgreich zu werden, weil er zum Beispiel am Anfang, als er jugendlich war, selber an diesem Punkt stand, wo er Hilfe gebraucht hat. Deswegen bin ich auch Mentor geworden und helfe Menschen unabhängig. Ja. Weiterbildung ist, glaube ich, ja, noch wichtiger als der erste Punkt, den ich genannt habe, weil gerade wenn man noch jung ist, jugendlich, das kenne ich ja von mir selber, ich selber bin ja mit 16 Jahren gestartet im Network Marketing, als Jugendlicher lernt man extrem schnell. Bestimmte Denk- und Gehirnkomplexe und Prozesse werden schneller verarbeitet, schneller angepasst. Und da habe ich auch ein gutes Video zu gepostet, das habe ich dir, kann ich dir unterhalb des Videos verlinken. Da geht es darum, wie man besser wird und wie man lernt. Also durch Erfahrungen und sowas kannst du dir auch anschauen, das ist auch sehr gut. Wir machen das so, also mein Team, meine Leute machen das so, wir machen zwei Dinge, um uns weiterzubilden. Nummer 1, theoretische Weiterbildung. Nummer 2, praktische Weiterbildung. Was ich euch empfehlen kann, wo ihr euch weiterbilden sollt. Auf jeden Fall Verkaufspsychologie, Mindset steht an erster Stelle, weil persönliches Wachstum kommt vor finanziellem Wachstum. Dann auch mit der Wirtschaft auseinandersetzen, ja, mit dem Markt auseinandersetzen, Zahlenwissen und sowas. Dann je nachdem, in welcher Zielgruppe du arbeiten möchtest, mit der Zielgruppe an sich beschäftigen. Wenn du jetzt zum Beispiel Fitnessprodukte verkaufst oder Gesundheitsprodukte, dann hast du eine Zielgruppe, Leute, die sich für Gesundheit interessieren. Das heißt, es wäre gut, wenn du dich auch dafür begeistern kannst und dich damit auskennst mit der Materie, dass du bestimmte Prozesse, die mit den Produkten wirken, besser erklären kannst und selbst überzeugter wirkst. Dann Bücher lesen, auf jeden Fall. Ich kann dir viele gute Bücher empfehlen. Ich werde jetzt auch bald mal ein Video machen über Bücher, die ich gelesen habe, die mir extrem weitergeholfen haben. Momentan lese ich das Power-Prinzip von Anthony Robbins. Das ist so ein fetter Wälzer, komplette Persönlichkeitsentwicklung. Weil Persönlichkeitsentwicklung ist wirklich ein extrem geniales Thema und damit kann man die ganze Welt auf den Kopf stellen. Dann, wenn du ins Internet gehst, hier ist es, was du unbedingt tun solltest, unbedingt mit Internet-Marketing auseinandersetzen. Ich habe dafür Bücher gelesen. Ich habe aber auch Videos geguckt, Webinare geguckt, Produkte gekauft, also Informationsprodukte, die mir extrem weitergeholfen haben. Und der praktische Teil, also Part 2, ist Verkaufen. Man lernt immer am besten durch das eigene Machen. Du kannst dir 100 Millionen Seiten an Büchern durchlesen, aber es bringt dir nichts, wenn du es nicht anwendest. Und das schaffst du am besten, indem du verkaufst. Ja, zum Beispiel, wenn man NLP macht,
neurolinguistische Programmierung, kann man alles in der Theorie lernen, aber im Endeffekt bringt es einem nichts, wenn man es nicht praktisch anwendet und lernt, ne, und das dann wirklich in sich verinnerlicht. Also wirklich verkaufen. Mach 3-4 Termine pro Tag, hole deine Interessenten. Auch wenn du am Anfang nicht verkaufst, ist völlig egal. Es geht darum, dass du ein Top-Verkäufer wirst. Also, nochmal zusammengefasst. Eigene Entscheidungen treffen. Ganz wichtig, ganz elementar. Mach dir ein eigenes Bild von der Welt und von dem Markt. Eine Vision, die zu deinem Geschäft passt. Oder eher andersrum, ein Geschäft, was zu deiner Vision passt. Internet-Marketing betreiben und bekannt werden. Einen unabhängigen Mentor suchen, der vielleicht gut im Internet ist, sich mit Internet-Marketing auskennt. Und eigene Weiterbildung. Wenn du das alles beherzigst, dann wirst du auf jeden Fall Erfolg haben im Network-Marketing. Und wenn du jetzt anfängst, ich rate dir, wir machen nochmal so einen Schritt-für-Schritt-Plan extra für dich, ich rate dir auf jeden Fall, erstmal Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, setz dich damit auseinander. Such dir einen Mentor, unabhängig, triff eigene Entscheidungen, geh in dein Unternehmen rein, setz dir eine Vision und fang mit Internet-Marketing an. Ja, das ist ganz wichtig. So, wenn du da irgendwo Probleme hast, kannst du wirklich gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Meine Kontaktdaten findest du immer unterhalb der Videos und auch unterhalb dieses Videos. Und ja, du kannst diesem Video gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es dir gefallen hat. Wenn nicht, kannst du es auch lassen. Ist mir eigentlich relativ egal. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Mach dir noch einen schönen Tag. Ciao.